Sie hatten wohl ein unmoralisches Biest erwartet. Ja, diesen Eindruck wollte sie mir vermitteln. Und stattdessen sehe ich, dass sie treu sind. Und stark, trotz der vielen Widrigkeiten, und möchte ihnen helfen, das alles durchzustehen. Wieso? Weil sie es verdienen. Sie sind ein wundervoller, ehrlicher, aufrichtiger Mensch. Und es ist beschämend, dass diese Familie sie bekämpft, obwohl ihr einziges Verbrechen darin besteht, diesen Mann zu lieben, Donna. Sie verdienen alles, was sie erreicht haben. Und ich will ihnen helfen, es zu behalten. Donna, ich bin immer für sie da. In jeder Situation. Irgendwas passt da nicht zusammen. Okay, Owen geht zu meiner Mutter und behauptet, dass bei ihr eingebrochen wurde. Er sagt, er hätte wieder aufgeräumt, ruft aber nicht die Polizei. Könnte Owen den Einbruch selbst inszeniert haben? Wäre er zu so etwas fähig? Zumindest erreicht er immer das, was er will. Und was will er in Wirklichkeit von Donna? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Sie geben mir das Gefühl, sicher zu sein, Owen. Das ist mein Job. Ich halte Ihnen den Rücken frei. Tja, das wird auch nötig sein. Ich wünschte, Marcus würde mir vertrauen oder mir zumindest nicht so misstrauen. Vielleicht ist er nur eifersüchtig, weil er mich auch beschützen will. Donna, Sie werden ständig von allen Seiten attackiert. Sie können gar nicht genug Schutz haben. Es kommt immer auf die Sichtweise an. Auf die Sichtweise? Nachdem die Sache zwischen Ihnen und Felicia an die Öffentlichkeit gelangt ist, werde ich Rede und Antwort stehen müssen. Inwiefern denn? Wieso ich Sie nicht gefeuert habe. Es wird so viel gequatscht in der Modebranche. Donna, wir haben nichts Verkehrtes getan. Ich würde Sie doch niemals weiß, in eine Lage bringen. Normalerweise würde es mich nicht interessieren, was die Leute hinter meinem Rücken sagen. Aber jetzt, wo Eric hilflos im Krankenhaus liegt, da muss ich auf seinen Ruf achten und dafür sorgen, dass nicht über uns hergezogen wird, weil er sich nicht dagegen wehren kann. Sie verstehen bestimmt, dass mein Mann Priorität hat. Ja, selbstverständlich. Vielleicht hat Marcus doch recht und es wäre besser, wenn ich sie entlassen würde. Ein hervorragendes Essen, ein super Nachtisch und tolle Gesellschaft. Und dieses Geschirr ist ein Hochzeitsgeschenk. Wir benutzen es zum ersten Mal. Ja? Ich fühle mich geehrt. Wir weihen es sehr gern mit dir ein, Katie. Schließlich hast du unsere Hochzeitszeremonie durchgeführt. Es war ein wunderschöner Tag. Da hast du recht, mein Schatz. Es ist schön, dass ihr beide so glücklich seid. Als wärt ihr schon ewig verheiratet. Tja, und das verdanken wir dir. Mir? Ja, wir sind uns wieder sehr viel näher gekommen, während wir versucht haben, dir das Leben zu retten. Ja, das schweißt einen zusammen, wenn man jemandem das Leben rettet. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Ich hab etwas für dich. Das ist für mich? Weihnachten im Juli. Toll, ein Geschenk. Ich liebe Geschenke. Wow. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total. Kann ich mal sehen? Hey, ich sehe gut aus. Hast du auch eins für mich oder nur für Katie? Wenn du mich so fragst, das Foto hier ist für dich, passend für deine Brieftasche. Wow, das ist echt nett. Ja. Danke, Bridget. Ich werde es immer in Ehren halten. Gern geschehen. Ich danke euch beiden vielmals. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Das machen wir bald mal wieder. Nächstes Mal koche ich. Ich habe geübt. Wir könnten auch mal wieder mit der Marlin raus. Wieso? Hast du Angst vor meinen Kochkünsten? Nein, aber wir könnten was Schönes unternehmen. Nach Catalina fahren, wie ihr damals. Dort picknicken. Wir drei, zusammen mit Jack. Ja, könnten wir machen. Mhm. Oder wir fahren auf eine andere Insel. Es gibt außer Catalina noch viele, die wir entdecken können. Können wir auch machen. Von mir aus ist mir egal. Hauptsache, es gerät nicht in Vergessenheit. Du bist doch diejenige, die nie Zeit hat. Ich trag's gleich in meinen Terminkalender ein. Okay, Leute, ich gehe jetzt.
Nochmals vielen Dank, war schön mit euch. Und auch wenn ich es euch schon tausendmal gesagt habe, aber ich find's toll, euch beide so glücklich zu sehen. Und ich weiß zu schätzen, was ihr getan habt, dass ihr meine Bedürfnisse über eure eigenen gestellt habt. Bridget, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich unendlich bewundere. Du bist mein Engel. Du inspirierst mich immer wieder und bist ein großes Vorbild für mich. Ach, Katie, danke. Lieb von dir. Marcus, deine Mutter liebt Eric sehr. Sie wird immer nur das tun, was das Beste für ihn ist. Verlass dich darauf. Sie kann nicht klar denken, Brooke. Und genau das nutzt Owen aus. Er erzählt ihr diesen Schwachsinn über seine Gefühle. Ich kann nur hoffen, dass Mom ihm das nicht abkauft. Dass sie sagt, er soll gehen und nie wieder auftauchen. Owen, es tut mir so leid. Aber ich muss Rücksicht auf die Gefühle meines Sohnes nehmen. Wir haben doch sicher Ihre Adresse in San Diego, oder? Ja, die Personalabteilung. Gut, ich lasse Ihnen den letzten Gehaltscheck und eine Abfindung dorthin schicken. Was soll das, Donna? Das brauchen Sie nicht. Ich war nicht lang genug hier, um eine Abfindung zu verdienen. Doch, die haben Sie sich verdient. Ich möchte noch viel mehr für Sie tun. Sie haben eine Menge getan. Wenn Sie wollen, dass ich gehe, dann gehe ich. Aber ich mache Ihnen nichts vor. Ich fand es aufregend, Ihnen dabei zu helfen, Erics Vermögen zu schützen. Und so eng mit einer hinreißend schönen Frau zusammenzuarbeiten. Es war das tollste Erlebnis. Was ganz Gewaltiges ist mit mir passiert. Und vermutlich ist es besser, wenn ich gehe, bevor ich da noch tiefer hineingerate. Wenn Sie sagen, es ist vorbei, ist es vorbei. Und wenn Sie wirklich wollen, dass dies ein Abschied ist, dann akzeptiere ich das. Ich möchte nur, dass Sie glücklich sind. Sie haben mir meinen Sohn zurückgebracht. Ja. Und auf gar keinen Fall will ich mich zwischen Sie drängen. Dann packe ich mal meine Sachen und verschwinde. Owen, Owen! Es tut mir so leid. Muss es nicht. Es war schon der Wahnsinn, Sie kennenzulernen. Und Ihre Wünsche zu erfüllen. Naja, jedenfalls ein paar davon. Glauben Sie mir, ich hatte nie die Absicht, Ihnen weh zu tun. Oder Ihnen Ärger zu verursachen. Es ist vieles passiert, was ich nie erwartet hätte. Ich vergöttere Sie. Sie wohl. Heute ist niemand zu Hause. Ich habe Bereitschaftsdienst. Ich soll
Leute rangehen. Hallo? Hey, habe ich dich geweckt? Du bist doch eine Frühaufsteherin. Nein, schon okay, Katie. Wir sind bereits wach. Ich wollte mich nur noch mal für den gestrigen Abend bedanken. Ich habe die Zeit sehr genossen mit dir und Jack und Nick. Ihr seid wirklich eine perfekte kleine Familie. Danke, dass du gekommen bist. Das war ein sehr netter, entspannter Abend. Und das Foto, ich liebe es. Es ist eine wunderbare Erinnerung. Du bist die Beste. Weißt du, als ich dein strahlendes Gesicht gesehen habe und deine leuchtenden Augen und wie Nick sich gefreut hat, das war für mich der allerschönste Dank. Trotzdem sage ich's nochmal. Vielen herzlichen Dank. Ich kenne niemanden, mit dem ich so gern meine Zeit verbringe wie mit euch. Schön. Das beruht auf Gegenseitigkeit, das weißt du hoffentlich. Ich glaube, ich sollte jetzt auflegen. Dr. Patrick wird jeden Augenblick hier sein. Bist du im Krankenhaus? Ja, du weißt doch, die übliche Kontrolluntersuchung. Ach ja, stimmt. Ich komme sofort, bin gleich bei dir. Nein, nein. Nein, bleib zu Hause, mir geht's gut. Du musst nicht extra kommen. Jetzt hör schon auf, mit mir zu diskutieren. Du weißt, dass ich dabei sein möchte. Ich bin gleich da. Hör mal, Nick will kurz mit dir reden. Ich reich dich mal weiter. Wir sehen uns dann gleich, ja? Hey, was machst du denn schon wieder im Krankenhaus? Ach, ich Glückspilz darf hier rumhängen, während sie eine Menge Untersuchungen durchführen. Oh je, du Arme. Du hast ja ein tolles Leben. Ja, ich komme mir vor wie ein lebendes Nadelkissen. Aber gestern Abend ist es sehr schön bei euch gewesen. Wir haben es auch sehr genossen. Das müssen wir wiederholen. Da hast du recht. Also dann. Hör mal, diese Krankenhausgeschichte mit Katie ist doch reine Routine, oder? Ja, reine Routine. Es werden mehrere Untersuchungen gemacht, um sicherzugehen, dass die Medikamente gut anschlagen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, aber ich möchte trotzdem dabei sein, wenn die Laborergebnisse da sind, um mich selbst davon zu überzeugen. Verstehe. Aber deswegen musst du nicht gleich aus dem Bett springen und losdüsen, oder? Oder? Eigentlich nicht. Oder? Hast du was anderes im Sinn? Und jetzt pass auf. Vor dir steht der neue Leiter für den Warenein- und Ausgang. Im Ernst? Hm. Wow. Mein Glückwunsch. Oh, danke. Wann bist du das geworden? Gestern. Mom möchte Menschen um sich haben, denen sie vertraut. Macht Sinn. Für Rich bestimmt nicht. Oder aber vielleicht doch. Viele glauben, sie würde mich bevorzugen. Nur die, die nicht wissen, wie gut du arbeitest. Deine neue Logistik erspart uns echt wahnsinnig viel Mühe. Weißt du noch, wie wütend Eric wurde, weil ich im Internet war, ohne vorher ja, zu fragen? Und dann hat er begriffen, dass es brillant ist. Stimmt. Mein Grandpa fände bestimmt auch, dass du es verdient hast. Genau wie ich. Auch wenn das bedeutet, dass du jetzt mein Boss bist. Ich werde auch ganz nett zu dir sein. Klar wirst du das. Hey, was soll das heißen? Ich hatte schon genug Bosse und war selbst noch nie einer. Du kannst mir ja helfen, ein guter zu werden. Falls ich hier bleibe. Wieso denn falls? Du willst doch nicht etwa gehen. Marcus, die Hälfte meiner Familie wurde rausgeworfen, einschließlich meines Vaters. Ich verstehe Donners Beweggründe, aber ich finde es nicht fair und auch keine gute Idee. Hör zu, okay? Unter uns, Steffi. Ich sehe es genauso. Es wäre nicht nötig gewesen, sie alle zu feuern. Ich meine außer Felicia. Aber dein Vater hat meine Mutter provoziert. Er hat von ihr verlangt, ihm die Firma zu übertragen, obwohl es gar nicht in ihrer Macht stand. Er wollte nicht locker lassen. Und zu diesem Zeitpunkt konnte sie so etwas wirklich nicht brauchen.
mag es. Mein Vater ist ein guter Mensch. Genauso wie deine Mom. Sie sind beide vernünftige und intelligente Menschen. Wie konnte es so weit kommen? Wir müssen sie an einen Tisch kriegen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das halte ich für eine gute Idee. Und um das zu erreichen, müssen wir sie wohl austricksen. Warte, erst muss ich mich mit jemand anderem befassen. Owen. Du machst dir seinetwegen Sorgen. Ja, er hat meine Mutter ziemlich unter Druck gesetzt. Aber das habe ich gestern Abend geregelt. Wie? Ich habe ihn rausgeworfen. Mr. Owen Knight ist weg. Ich rate es ihm jedenfalls. Wow. Du bist ja wild entschlossen. Wenn ich was wirklich will, dann bin ich das. Mom, das sind die besten Neuigkeiten. Das höre ich gern. Ohne diesen Typen bist du echt viel besser dran. Okay. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich liebe dich. Ja, genau das wollte ich hören. Donna hat ihn weggeschickt? Ja, zurück nach San Diego. Owen Knight ist weg. Er ist endlich von der Bildfläche verschwunden. Ja. Weißt du was? Ist was? Die Show ist zu Ende. Das gilt auch für euch. Lass ihn doch reden. Was soll das? Tut mir leid, Steffi. Das war blöd. Nein, war doch cool. Wir arbeiten zusammen und wir sind Freunde. Nur Freunde? Es sei denn, du weißt mehr als ich. Naja, weißt du, ich würde am liebsten mit Leuchtbuchstaben in den Himmel schreiben, dass du meine Freundin bist. Deine Freundin? Irgendwie bist du das doch, oder? Das überlasse ich ganz dir. Du hast jetzt hier das Sagen. Ja, stimmt, ich bin der Boss. Dann darf ich dir jetzt Anweisungen geben. Bereit für deine erste Aufgabe? Ja, Sir. Sehr schön. Ich wohne jetzt schon seit einigen Monaten in L.A. und war noch nie so richtig am Strand. Komm, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Hast du Lust, blau zu machen? Ja. Okay, gehen wir. Ich könnte echt ewig so liegen bleiben. Glaubst du nicht, uns würde irgendwann langweilig werden? Nein, mir nicht. Aber das können wir Jack nicht antun. Du bist ganz verrückt nach dem kleinen Kerl, nicht wahr? Wenn du wüsstest, wie. An manchen Tagen komme ich nach meiner Schicht vollkommen erledigt aus dem Krankenhaus. Aber wenn ich ihn dann so ansehe mit seinen hübschen Augen, seinem Lächeln und den kleinen Ärmchen, die er mir entgegenstreckt, damit ich ihn hochnehme. Dann wird alles andere unwichtig und ich schmelze dahin. Es ist so einfach, diesen süßen kleinen Kerl zu lieben. Er liebt dich auch so sehr. Ich weiß, du liebst den Kleinen unendlich. Für meinen Sohn und mich ist es ein Segen, dich bei uns zu haben, Bridget. Ein echter Segen. Ich habe nachgedacht. Es ist nur so ein Gedanke. Was hältst du von einem kleinen Geschwisterchen für Jack? Könntest du dir das eventuell vorstellen? Ich habe nur einen kurzen Blick auf die Werte geworfen. Sieht alles ganz gut aus. Großartig. Ich fühle mich auch ziemlich gut. Nur ziemlich gut? Sie tanzen also nicht auf der Straße? Ich arbeite langsam darauf hin. Und in emotionaler Hinsicht? Wie ist Ihre Gefühlslage? Ich versuche einen Tag nach dem anderen anzugehen. Ich habe gute und schlechte Tage und die schlechten Tage werden immer seltener. Das ist ermutigend. Ich meine, es ist natürlich noch immer in meinem Kopf, dass was passieren könnte. Aber ein positives Zeichen ist, dass mir weniger Leute eine Lebensversicherung andrehen wollen. Katie. Ich versuche einfach nur positiv zu denken. Sie dürfen nicht immer nur mit dem Schlimmsten rechnen. Ich weiß. Weil das kein Leben wäre, stimmt's? Jemand hat mir mal gesagt, das Leben ist ein Prozess und kein Ereignis. Und im wahren Leben ist der Weg das Ziel und ich glaube, das ist richtig. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich mich in Zukunft nie wieder an Dinge klammere, die mich behindern. Ich werde für neue Möglichkeiten offen sein. Manche meiner alten Träume werden sich zwar nicht erfüllen, aber
Ich kann vielleicht neue Träume finden, die auch aufregend sind und wunderschön. Alte Träume? Sie sprechen nicht zufällig von Nick Marrone? Auch nicht. Wir haben noch nicht mal unsere Hochzeitsfotos angesehen und ich spreche schon von einem Baby. Wenn dir das zu früh ist, das würde ich verstehen. Nein, nein, nein. Da irrst du dich. Das stimmt nein. nicht. Wirklich nicht. Was denkst du denn? Ich würde liebend gern mit dir ein Kind bekommen und Jack mit einem Geschwisterchen aufwachsen sehen. Du weißt doch, dass ich schon immer Kinder haben wollte. Eine große Familie und so. Ja. Aber ich spüre, dass du zögerst. Wieso? Wir haben sehr viel durchgemacht. Nicole, ich weiß. Ich würde es nicht mehr ertragen, wenn so etwas nochmal passiert. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Die Ärztin hat gesagt, dass ich nach dieser Geburt Schwierigkeiten haben könnte, ein Baby auszutragen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ein Kind mit dir zu haben. Aber ich würde nie von dir erwarten, dass du dafür deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Sie hat nur gesagt, dass es schwierig werden könnte, aber nicht, dass es unmöglich ist. Es müssen keine Komplikationen auftreten. Wir werden es nie wissen, wenn wir es nicht versuchen. Ich sehe, wie mein Leben bisher verlaufen ist und ich sehe uns. Alles ist möglich, glaube ich. Ich würde das Risiko eingehen, wenn du bereit bist. Ich liebe dich. Und ich hätte liebend gern für Jack ein Geschwisterchen. Danke, Liebling. Wirklich? Im Ernst? Oh, ich liebe dich so sehr. Wirklich? Nick ist ein guter Freund. Und ich verdanke ihm und Bridget sehr viel. Ich verstehe. Danke. Und wie sieht's aus? Irgendwelche Symptome oder Beschwerden, von denen ich wissen sollte? Alte oder neue? Naja, ich war des Öfteren etwas müde, aber das ist ja nichts Neues. Und irgendwie war mir unwohl. Ist Ihnen öfter unwohl? Wie häufig? Ich würde sagen, jeden Tag in den letzten paar Wochen. Merkwürdig. Keines der Medikamente, die Sie bekommen, hat so eine Nebenwirkung. Was? Was ist denn? Ich sehe, dass gewisse Blutwerte erhöht sind. Das müssen wir beobachten. Und was könnte das bedeuten? Ich möchte erst noch einen weiteren Test fahren lassen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich rede kurz mit dem Labor. Thank you.
Der andere Schuh. Was sagt das Labor? Was haben Sie herausgefunden? Ich sehe Ihnen doch an, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Tja, so würde ich das nicht ausdrücken. Es kommt nur sehr unerwartet. Okay, also seien Sie ehrlich zu mir. Ihr Zustand lässt sich mit 3 Worten beschreiben, Kitty. Sie sind schwanger. Nein, das ist vollkommen unmöglich. Ich habe den Test zur Sicherheit 2-mal machen lassen. Es besteht kein Zweifel. Sie sind schwanger. Hallo. Tut mir leid, dass ich so spät komme, aber ich wurde aufgehalten. Ich wusste nicht, dass Sie dazukommen wollten. Ich habe Katie gesagt, dass ich dabei sein möchte, wenn sie die Ergebnisse bekommt. Und? Wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Oh nein, was ist denn? Gibt es ein Problem? Dr. Patrick? Katie? Was ist denn los? Sag schon. Was ist das? Oh mein Gott, was ist passiert? Ihr Mann wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. So bekommt er mehr Sauerstoff. Er kann nicht atmen, Schwester? Sie sollten lieber mit dem Arzt reden. Ich werde ihn rufen. Nein, warten Sie. Gestern ist er doch noch nicht an so einem Gerät gewesen. Geht es ihm schlechter? Ein Honigbär. Oh Gott. Er wickelt dich um den kleinen Finger. Auf jeden Fall weiß er, wie er seine Grandma rumkriegt. Oh ja, den Blick kann ich auch nicht widerstehen. Heute hat er mich zu 2 zusätzlichen Geschichten überredet und einem Tässchen Milch. Gut gemacht. Er liebt die Aufmerksamkeit. Besonders, wenn Damen sie ihm schenken. Dann muss er ja wunschlos glücklich sein. Bridget betet ihn förmlich an und er liebt sie auch. Das ist nicht zu übersehen. Und er hat dich und Taylor und Brooke kommt auch manchmal vorbei. Und Katie. Früher hat sie ihn öfter gesehen, als sie noch hier gewohnt hat.
Clegg muss sie sehr vermissen. Und du auch, oder? Es ist alles bestens, Bridget. Ich bin gesund. Keine Anzeichen für eine Abstoßung. Nicht wahr, Doktor? Die Medikamente wirken sehr gut. Oh, dann hat sich dein Zustand also ganz und gar nicht verändert. Tut mir leid, da muss ich wohl deinen Blick missverstanden haben, als ich reingekommen bin. Ich habe es auch gerade erst von Dr. Patrick erfahren. Es tut mir leid, wenn ich dir einen Schrecken eingejagt habe. Dr. Patrick, könnte ich Sie kurz allein sprechen? Ja, gleich. Du glaubst nicht, wie erleichtert ich bin. Komm her. Sie dürfen es ihr nicht sagen, auf keinen Fall. Ich werde Ihren Zustand mit keinem Wort erwähnen. Aber ich möchte, dass Sie umgehend einen Frauenarzt konsultieren, denn das ist auf jeden Fall eine Risikoschwangerschaft. Ich will auch keinen Trost. Ich empfinde auch kein Selbstmitleid. Ich hasse diesen Körper. Ich hasse ihn, verstehst du? Er ist so nutzlos und jämmerlich. Katie, bitte hör auf. Ich bin nutzlos. Du bist ganz und gar nicht nutzlos. Du bist wunderschön. Du bist wirklich wunderschön. Ich habe es doch gewusst. Ich habe doch gewusst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt sag mir nicht, dass es dir gut geht. Katie, was ist denn los? Was ist passiert? Ich möchte, dass du es mir erzählst. Sag es mir endlich. Katie, Dr. Patrick hat mir versichert, dass es dir gut geht. So ist es. Aber das ist doch nicht wahr. Weißt du, Patienten, die sich von einer Herztransplantation erholen, machen eine verdammt harte Zeit durch. Jeder Test ist für sie extrem stressig. Sie haben Angst davor, dass ihr Herz wieder abgestoßen wird. Und dieser Stress ist ungesund, verstehst du? Deshalb darfst du nicht alles in dich hineinfressen. Dieser Stress kann tödlich sein. Du musst mit jemandem darüber reden. Du kannst mir alles sagen und ich kann dir vielleicht helfen. Nein, dabei ganz bestimmt nicht. Aber was ist denn? Bitte, ich sehe doch, dass du irgendwas hast. Ich sollte eigentlich sterben. Niemand hat erwartet, dass ich weiterlebe. Aber du lebst, Katie. Ich wünschte, es wäre nicht so. Sag das nicht. Sag das nie wieder. Es ist ein unglaubliches Wunder. Es war nicht so geplant. An diesem Tag auf der Marlin war ich. Mein Leben war vorbei. Ich hätte nur noch ein paar Tage leben sollen. Und jetzt hast du dein ganzes Leben noch vor dir. Was beschäftigt dich so? Weißt du nicht, was du mit deiner Zukunft anfangen sollst? Aber Katie, es ist doch alles in Ordnung. Alle sprechen von meinem jetzigen Leben, als wäre es ein Geschenk Gottes. Aber das ist es nicht. Das ist ein schlechter Scherz. Wovon redest du da überhaupt? Vermutlich wird er sich über mich kaputt lachen. Hier ist dein Leben. Hier ist dein Wunder. Ich werde von ihm bestraft. Wieso sollte Gott dich bestrafen, Katie? Gibt es Gott eigentlich? Okay. Ich weiß nicht, was du im Moment gerade durchmachst. Nein, das aber weißt wenn du nicht. Und das willst du auch gar nicht wissen. Geh jetzt. Geh einfach.
Katie, hör mal, es gibt gewisse Dinge und Menschen auf dieser Welt, auf die du dein Leben lang zählen kannst. Deine Familie und die Menschen, die dich lieben. Mich. Katie, weißt du, ganz egal, was auch immer uns zustößt, dass wir beide Freundinnen sind, das wird sich nie ändern. Ich werde immer für dich da sein. Ich schwöre es dir. Geh jetzt, bevor ich noch etwas sage. Bitte geh jetzt einfach. Katie, ich... Katie ist dir sehr wichtig. Das kannst du nicht leugnen. Die Ärmste hat so viel durchgemacht. Aber sie hat ihre Schlacht nicht allein schlagen müssen. Sie hat's versucht. Aber sie hat doch deine Einladung, hier zu wohnen, angenommen, Nikki. Weil Bridget darauf bestanden hat. Katie hängt wirklich sehr an Bridget. Das verstehe ich. Immerhin hat sie Bridget ihr Leben zu verdanken. Ja, Mutter, du sagst es. Ich bin mit einer der warmherzigsten und großzügigsten Frauen der Welt verheiratet. Dann haben Sie und Katie ja eine Menge gemeinsam. Habe ich recht? Donna, um Gottes Willen, es tut mir so leid. Was ich hätte passiert? Dich warnen sollen. Wieso ist Eric an dieser Seine Maschine? Seine Pulsfrequenz ist gefährlich gesunken. Die Sauerstoffzufuhr war zu niedrig, um ihn selbstständig atmen zu lassen. Er braucht unbedingt genügend Sauerstoff, um sich wieder erholen zu können. Also bekommt er jetzt genug Sauerstoff und es wird ihm bald wieder besser gehen. Du musst Geduld haben. Ich habe Dr. Casbury bereits informiert. Wie ist das überhaupt möglich? Mein Körper war total geschwächt. Erst die Operation, dann die Medikamente gegen die Abstoßung. Ich meine, das Testergebnis kann nur falsch sein. Ich habe die Ergebnisse selbst überprüft. Es ist kein Irrtum. Sie sind schwanger, Katie. Ich wünschte, es gäbe gute Neuigkeiten. Meinen Vater hier so liegen zu sehen, ist unerträglich. Er ist immer so wichtig für mich gewesen. Er ist mein Held. Ich frage mich dauernd, was ich vielleicht noch tun könnte, um dir zu helfen. Bitte denk nach, du hast so viel für Katie tun können. Dad wird hier nur von den allerbesten Ärzten behandelt. Sie beraten sich mit Experten aus der ganzen Welt. Wenn er irgendwo besser aufgehoben wäre, hätte ich ihn schon längst dorthin bringen lassen. Es gibt nun mal kein Wundermittel. Er liegt im Koma und alles, was getan werden kann, wird getan. Wir müssen einfach warten. Und beten. So wie Sie reagieren, ist diese Schwangerschaft nicht geplant gewesen. Ich hatte eine Herztransplantation. Wissen Sie, wann Sie schwanger geworden sein könnten? Kurz bevor Sie meine Medikamente gegen die Abstoßung wieder neu eingestellt haben. Die ersten Medikamente haben leider nicht angeschlagen. Ist das etwa schlecht? Schwangerschaften von Transplantationspatienten werden als äußerst riskant eingestuft. Mir könnte eine Fehlgeburt drohen? Oder andere Komplikationen. Sie werden sich sehr vielen Untersuchungen unterziehen müssen. Was Dr. Casbury sagen will, ist, dass eine Schwangerschaft die Belastung für das Herz vergrößert. Die Gefahr einer Abstoßung erhöht sich. Dieses Gebiet ist noch kaum erforscht. Ich bin mit Ihrer Medikation nicht vertraut genug, um zu wissen, ob sie dem Fisch schadet. Ich schicke Ihnen die betreffenden Informationen in Ihr Büro. Bitte auch die komplette Krankengeschichte. Ja. Was sie vorher eingenommen hat und was sie jetzt bekommt. Und Katie, was ist denn los mit dir? Sie sind schwanger, Katie. Es ist kein Irrtum. Sie sind schwanger, Katie. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ist auf jeden Fall eine Risikoschwangerschaft. Ich habe die Ergebnisse selbst überprüft. Sie sind schwanger. Du musst mit jemandem darüber reden. Du kannst mir alles sagen.
Katie! Alles in Ordnung? Ich hole schnell ein Glas Wasser. Es geht Ihnen gleich wieder besser. Lehnen Sie sich an mich. Kommen Sie. Atmen Sie. Ruhig durchatmen. Ja. Atmen Sie tief ein. Ja, gut so. Sie sind eindeutig überfordert und das verstehe ich. Wichtig ist jetzt, dass Sie versuchen, alles etwas leichter zu nehmen und sich weniger Sorgen zu machen. Ich gebe mir Mühe. Transplantationspatienten können Kinder kriegen. Gesunde Kinder? Kann mein Baby, wenn alles gut läuft, ein normales Leben führen? Es ist noch zu früh für eine Prognose. Also wäre eine Behinderung durchaus möglich. Bei so einer Medikation kann ein Risiko für den Fötus nicht ausgeschlossen werden. Und was bedeutet das? Ich will Ihnen weder Angst einjagen noch ein Geheimnis daraus machen. Aber lassen Sie uns bitte dann über dieses Thema sprechen, wenn ich über weitere Informationen verfüge. Das ist nicht Ihre erste Risikoschwangerschaft. Sie sind auch nicht meine erste Transplantationspatientin. Ich dachte, man kann nicht so kurz nach einer OP schwanger werden. Sie widerlegen nicht zum ersten Mal die Gesetze der Medizin. Sie sind eine bewundernswerte und starke junge Frau. Denken Sie in Ruhe nach. Dass Sie schwanger sind, ist wundervoll und zweifellos auch ein wenig beängstigend. Aber sehen Sie es doch einmal so. Sie hätten beinahe Ihr Leben verloren und jetzt haben Sie die Chance, selbst einem Kind das Leben zu schenken. Könnten Sie mich bitte einen Moment allein lassen? Natürlich. Marone? Hi, hier ist Katie. Hey, was gibt's denn? Treffen wir uns auf der Malin? Ja. Und wann? Jetzt. Ist alles in Ordnung? Das werde ich dir dort erklären. Gut, dann bis gleich. Könntest du auf Jack aufpassen? Ja, sicher. Was ist passiert? Ich weiß nicht genau. Danke. Ich habe so viel gebetet. Es scheint nicht zu helfen. Du darfst nicht aufgeben. Gib die Hoffnung nicht auf. Manchmal geschehen noch Wunder. Braucht er das jetzt? Rettet ihn nur noch ein Wunder? Dann kann ich ihn doch nach Hause holen. Nein, hier ist er am besten aufgehoben. Oh nein, wenn wir jetzt nur noch warten können, kann er auch zu Hause warten. Wir nehmen diese Maschinen und stellen sie einfach bei uns auf. Nein, das ist keine gute Idee. Aber findest du nicht, er müsste in seiner vertrauten Umgebung sein? Hier erinnert ihn doch gar nichts an uns. Donna, er kann doch gar nichts sehen. Er liegt im Koma. Er ist in tiefer Bewusstlosigkeit und wenn du ihn zu euch bringst, ändert das auch nichts an seinem Zustand. Aber dich könnte diese Belastung vollkommen überfordern, glaub mir. Donna, ihn so da liegen zu sehen und ununterbrochen bei ihm zu sein, 24 Stunden täglich, dadurch wird es nur noch viel schmerzhafter und schwerer für dich. Soll das etwa heißen, dass er es nicht schaffen wird? Es wird ihm nicht mehr besser gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Es ist mir egal, wie schlecht die Chancen stehen. Er wird wieder zurückkommen. Er wird wieder aufwachen. Ich werde nicht aufgeben. Wir alle wollen diesen Moment nutzen und dir sagen, wie dankbar wir sind. Und wie froh wir sind, dass du Teil unseres Lebens bist. Vor ein paar Wochen hätten wir dich fast verloren.
Wenn uns das irgendetwas zeigt, dann wie wertvoll jeder Moment unseres Lebens ist. Weil das alles ist, was wir haben. Alles, dessen wir uns sicher sein können. Herzlichen Glückwunsch, wundervolle Katie. Wir wünschen dir alle ein sehr, sehr langes Leben. Wir lieben dich. Hey. Hey. Ich muss mit dir reden. Okay. Du bist heute bei deinem Arzt gewesen. Ja, ich habe unerwartete Neuigkeiten. Etwas schlechte? Hey. Wir sind doch gute Freunde. Du kannst mir alles sagen. So leicht ist das nicht. Du weißt, was ich für dich empfinde. Also. Ich möchte, dass dir klar ist, dass du mir alles sagen kannst. Okay. Was hat der Arzt gesagt? Ich bin nicht krank. Du meinst, dein Herz ist... Es geht nicht um mein Herz. Ich hatte gehofft, dass wir nie darüber sprechen müssen. Worüber sprechen? Was auf Catalina geschehen ist. Geht es dir gut? Du warst am Telefon so komisch. Hast du Donna gesehen? Ja, im Büro. Aber seitdem nicht. Dad wurde heute an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Als ich gestern im Krankenhaus gewesen bin, war gerade ein Arzt da. Weißt du welcher? Er hatte dunkle Haare und trug eine Brille. Das war der Neurologe. Er hat gesagt, nicht in konkreten Worten, aber er hat es angedeutet, je länger Eric im Koma bleibt, desto geringer sind seine Chancen. Ist das wahr, Bridget? Das ist einer dieser Standardsätze von Ärzten, den ich nicht mehr benutze, seit ich bemerkt habe, dass Ärzte von Koma-Patienten noch seltener Prognosen wagen als andere. Statistisch gesehen müssten sie dazu doch in der Lage sein. Es gibt keine Statistiken über Patienten in Dads Zustand. Jeder Patient ist anders und reagiert anders aufgrund seiner Größe, seines Ernährungszustands, seines Gewichts. Erics Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bete jeden Tag für ihn. Glaubst du wirklich an einen Gott, der unsere Gebete erhört? Ja, aber natürlich. Da oben könnte es doch auch einen Gott geben, der sich denkt, ich muss mich heute um das ganze Universum kümmern. Tut mir leid, ich kann euch jetzt nicht helfen, Leute. Schatz, Gott ist nie überarbeitet. Er ist überall und er ist allmächtig. Wieso hat er dir nicht geholfen? Du hast viel verloren und hattest oft schwere Zeiten. Ist Gott da etwa jemals für dich da gewesen? Vielleicht hatte ich es nicht anders verdient. Ich darf Gott doch nicht die Schuld geben für das, was ich mir selbst eingebrockt habe. Okay, und was ist dann mit Menschen, die mit schweren Behinderungen auf die Welt kommen, die keine Beine haben oder deren Beine nicht funktionieren? Ja, manchmal werden Menschen mit einer schweren Behinderung geboren, aber sie können oft Dinge, die wir nicht können und schaffen es trotzdem, ein zufriedenes Leben zu führen. Okay, was ich damit sagen will, ist... Gelegentlich stößt auch guten Menschen schlimmes Leid zu. Warum schützt Gott sie nicht? Bridget, wie kommst du auf solche Gedanken? Ist Katie schon nach Hause gekommen? Ich habe sie heute gesehen und sie glaubt, sie gehört zu den Menschen, für die Gott nicht da ist, dass sie ihm egal ist und er sich lustig über sie macht. Ich war mir nicht sicher, ob wir je darüber sprechen würden. Ich würde es lassen, wenn ich es könnte.
Es ist ja nicht so, als ob ich so getan hätte, als wäre das auf Catalina nie passiert. Ich schäme mich so sehr. Katie. Hör auf, es macht mich krank. So viel Mitgefühl habe ich nicht verdient. Hier geht es doch nicht um Mitgefühl. Wir haben es nicht geplant und es war eine einmalige Angelegenheit. Und wenn sich hier einer schämen sollte, dann wohl ich, denn ich bin der von uns beiden, der gebunden ist. Was an dem Tag geschah? Die Nähe, die zwischen uns war. Die Liebe, dieses Gefühl. Das kann ich einfach nicht bereuen. Aber das wirst du. Es ist ein Wunder, dass Katie noch lebt. Dafür müsste sie doch dankbar sein. Sie macht eindeutig eine Krise durch, aber nicht medizinisch. Dr. Patrick sagt, mit ihrem Herzen ist alles in Ordnung. Ist sie wieder auf Storm wütend? So wie es aussieht, wohl eher auf das Leben. Für einen Patienten, der eine große Operation hinter sich gebracht hat, ist das auch völlig normal. Sie hat viel Energie verloren und Angst davor, dass nichts mehr so sein wird wie früher. Ich dachte, das hätte sie längst überwunden. Wenn du sie heute gesehen hättest. Sie scheint ihren Glauben zu verlieren. Es sieht so aus, als könnte sie nichts und niemandem mehr vertrauen. Als sie noch jünger war, hat sie an Gott geglaubt. Und jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, mit Nick und Taylor zu reden und sie zu fragen, ob Katie nicht Jacks Patentante werden könnte. Was für eine schöne Idee. Sie liebt Jack so sehr. Ich weiß, aber ich habe mir das nicht so im klassischen Sinn gedacht. Eigentlich hat eine Patentante die Aufgabe, ein Kind großzuziehen, falls den Eltern irgendetwas zustoßen sollte. Ich weiß aber nicht, ob Katie sich das zutraut. Ich bin nicht sicher, ob Taylor begeistert sein wird, meine Tochter und meine Schwester so nahe bei ihrem Sohn zu wissen. Sollte es jetzt nicht klappen, dann gibt es vielleicht noch eine Chance. Nick und ich wollen versuchen, noch ein Kind zu kriegen. Oh, Liebling. Ich habe es noch keinem gesagt. Ich will mir auch keine zu großen Hoffnungen machen. Du weißt, es könnte nicht klappen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wow, was für eine wunderbare Idee. Du hast so viel durchmachen müssen. Du warst mit Nick zusammen und dann hast du euer Baby verloren. Und dann auch ihn. Aber jetzt hast du die Chance, all das zu haben, was du dir immer gewünscht hast. Ich freue mich so für dich. Bridget hat uns vertraut. Sie hat mir vertraut. Sie hat gewusst, was ich für dich empfinde und hat uns trotzdem fahren lassen, völlig selbstlos. Worauf willst du hinaus? Ich habe sie verraten. Sie hat uns zusammen wegfahren lassen, damit die Tage, die wir alle für meine letzten hielten, perfekt werden. Und das hat sie nur getan, weil sie sich auf uns verlassen hat. Sie hat mir vertraut. Ihrer besten Freundin, ihrer Verwandten. Ich verstehe. Dann wäre es dir also lieber, wenn das nie passiert wäre. Ja. Ich empfinde das anders. Ich bereue es nicht. Ich habe es bis heute auch nicht bereut. Darf ich dich an etwas erinnern? Wie du weißt, waren Bridget und ich nicht verliebt. Oh, komm schon, ihr habt zusammen gelebt, ihr wart zusammen, Nick. Da spielen noch ein paar andere Dinge mit. Zum Beispiel, dass wir ein Kind verloren haben. Man kann das gar nicht erklären, was das in Menschen auslöst, wenn sie ein Kind verlieren. Und dann du, Katie. Du weißt, wir lieben dich über alles und wir hätten dich auch beinahe verloren. Bridget hat es fertiggebracht, dich zu retten. Für dich konnte sie etwas tun, was sie für unser Kind nicht tun konnte. Und jetzt zu mir und meiner Rolle. Meine Aufgabe war es, dich mitzunehmen auf die Marlin. Bridget hat mich nie nach diesem Tag gefragt. Wieso sollte sie? In ihren schlimmsten Träumen könnte sie sich nicht vorstellen, dass wir... Sie hat mich nicht gefragt, weil sie genau weiß, dass etwas passiert ist. Und sie weiß auch, dass es für mich wichtig war und dass es jetzt vorbei ist. Nein, sie denkt nicht, dass Sex im Spiel war. Es gibt auch keinen Grund, ihr das zu sagen. Es gibt keinen Grund, ihr Schmerz zuzufügen. Ich wünschte, es wäre so. Jetzt hör mal. Was zwischen uns passiert ist, sollte passieren. Mach es bitte nicht kaputt.
Vielleicht wäre es jetzt das Beste, wenn ich nach Hause zu Bridget gehe. Ich bin schwanger. Genau so eine Ehe wollte ich immer führen, aber ich wusste nicht wie. Wir scheinen viele Dinge nicht wahrgenommen zu haben. Außer uns haben alle die Schwierigkeiten gesehen. Ich bitte Nick, mit Katie zu reden. Sie vertraut ihm. Viele Frauen wären besorgt, wenn ihr Mann einer anderen Frau so nahe stünde wie Nick Katie. Was habe ich was Falsches gesagt? Du und Nick, ihr habt euch viel näher gestanden. Ja, das ist wahr. Meine Haltung diesen Dingen gegenüber hat sich geändert. Wenn Katastrophen passieren, passieren sie eben. All die Sorgen und Bedenken, die ich deinetwegen hatte, haben mich nur altern lassen. Ich möchte mich noch bei dir bedanken. Bei all dem, was hier los war mit Mom und mit Forrester Creations, wäre Katie ohne deine und Nicks Hilfe nie so betreut worden. Vielleicht ist sie einfach zu früh ausgezogen und hat das nicht verkraftet. Gut möglich. Seit sie bei mir wohnt, ist sie total verschlossen. Ach ja? Wir müssen es einfach schaffen, sie viel öfter aus dem Haus zu locken. Sie könnte sich ja noch etwas mehr um Jack kümmern. Das könnte ich wahrscheinlich arrangieren. Was hast du gesagt? Ich bin schwanger. Das ist... unmöglich? Nicht für das wandelnde Wunder. Nicht mal mit Fieber. Nicht mal vollgepumpt mit Antibiotika und Medikamenten gegen die Abstoßung. Gott, an dem Tag auf Catalina wollte ich sterben und ich wünschte, ich wär's. Katie... Man sagt, alles passiert aus einem guten Grund. Wo? Wo ist hier denn der gute Grund? Wo ist das Gute? Es wird nichts weiterbringen als Kummer. Jedem. Dir und Bridget. Es wird sie total verletzen. Es wird sie umbringen. Und das Baby, falls es überhaupt jemals auf die Welt kommen sollte, wird es mir auch nicht danken. Es wächst in einem verseuchten Körper heran und schwimmt in einem Meer von Chemikalien. Wahrscheinlich wird es missgebildet und krank sein. Genauso krank wie seine Mutter. Hör auf damit, hör auf, bitte. Beruhige dich und erzähl mir, was der Arzt gesagt hat. Er weiß auch nichts. An Transplantationspatienten, die sich so verhalten, ist er nicht gewöhnt. Katie! Bridget hat mich in eurem Zuhause aufgenommen. Sie hat mir ihre Zeit gewidmet, ihre Energie und ihr Wissen, um mein Leben zu retten. Und so danke ich es ihr. Das sind die Spuren, die ich einfach überall hinterlasse. Ich verbreite Schmerz und Leid, egal wohin ich gehe und was ich auch tue. Das ist doch gar nicht wahr, Katie. Oh doch. Wie kannst du es nur aushalten in meiner Nähe? Katie. Hey. Darf ich dir jetzt nur erklären, wie ich das Ganze sehe? In dir steckt so viel Leben. Und alles, worauf das Leben reagiert, ist Liebe. Nur Liebe. Damals auf Catalina habe ich dich geliebt und ich glaube, du mich auch. Wir müssen uns für dieses Kind nicht rechtfertigen. All diese Hindernisse und diese Konflikte, die existieren alle nur in deinem Kopf. Oh Gott, weißt du eigentlich, was du da gerade gesagt hast? Das soll nur in meinem Kopf existieren? Glaubst du das etwa wirklich, Nick? Glaubst du, dass Bridget das auch so sehen wird? Dass sie uns in die Arme nimmt und wir alle eine große, glückliche Familie werden? Bridget, die so gut und anständig und liebevoll ist, die alles, was sie anfasst, besser macht. Glaubst du wirklich, dass sie mich dann überhaupt noch in ihrem Leben haben will? Bestimmt nicht, denn ich bin nicht so wie sie. Ich weiß, wie man lügt und betrügt, wie man jemanden hintergeht und ihm dabei ins Gesicht lacht. Ich bin die mieseste Heuchlerin auf der ganzen Welt. Alles, was ich auch nur anfasse, verwelkt und geht ein.
Das ist das Ende von allem, Nick. Jetzt verliere ich alles, was ich liebe und was mir wirklich am Herzen liegt. Ich dachte, ich könnte dieses Geheimnis bewahren. Dieser Tag am Strand ist mir auf einmal so unwirklich erschienen. Ich wollte ihn wie einen Traum in meiner Erinnerung behalten, aber jetzt hat uns die Realität eingeholt. Das Leben ist ein Witz. Storm ist gestorben, damit ich leben kann. An jenem Tag ist der falsche Mensch gestorben, so viel steht fest. Mach dir keine Sorgen. Ich habe mit dir geschlafen, weil ich nur an mich gedacht habe. Ich habe es getan, weil ich es mir über alles gewünscht habe. Und du hast mir diesen Wunsch erfüllt. Dich trifft keine Schuld. Geh ans Telefon. Es ist Bridget. Ich will euch wirklich nicht länger eure kostbare Zeit stehlen. Geh nicht. Geh bitte nicht. Ich bin an Deck. Ja, hallo? Hey. Jackie, sag, du wärst davongestürzt. Ist alles okay? Sieh mal schnell nach Jack. Ich werde ihn nicht aufwecken. Okay. Ja, ich bin auf der Marlin. Ich komme etwas später zum Abendessen. Oh. Nein, das ist schon okay. Meine Mom ist hier. Es war heute nicht so ein toller Tag. Sie mussten Dad an ein Beatmungsgerät anschließen. Das tut mir leid, Bridget, das tut mir sehr leid. Es wird ja nicht mehr lange dauern. Schön. Ich will dich so schnell wie möglich sehen, aber könntest du vorher noch bei Katie vorbeifahren? Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich habe es nicht herausgefunden. Vielleicht schaffst du es ja. Lost in this place. Mit jemandem darüber reden. Du kannst mir alles sagen. Es ist kein Irrtum. Sie sind schwanger, Katie. Das ist auf jeden Fall eine Risikoschwangerschaft. Katie, was ist denn los mit dir? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Wir wollen, dass du zu uns ziehst. Stimmt's? Aber natürlich wollen wir das. Okay, ihr habt gewonnen. Nein. Ich habe gewonnen. Das ist der Tag, auf den du gewartet hast. Er ist da. Es ist endlich soweit. Du darfst die Braut jetzt küssen. Oh mein Gott. Du bist wunderschön. Wieso hast du mich so wahnsinnig? Was willst du von mir? Katie. Katie.
Habe ich dich je im Stich gelassen, wenn du mich gebraucht hast? Nachdem ich das von Storm und Katie erfahren hatte, hat Steven mich gebeten, nach L.A. zurückzukommen. Aber ich hielt das für keine gute Idee. Und warum? Ich war emotional wie gelähmt. Ich habe so gut wie nichts für sie empfunden. Ja, aber ihre Kinder und ihr Ex-Mann scheinen sehr an ihnen zu hängen. Ja, das stimmt. Aber darauf haben sie nicht vertraut. Haben sie geglaubt, dass sie nicht willkommen heißen oder sie nicht verstehen würden? Es fällt mir schwer, mich an meine Gefühle zu erinnern. Das ist eine Lüge. Ich erinnere mich an alles. Die Frau, die ich gewesen bin, diese andere Frau, sie erschien mir wie ein Kleidungsstück, das ich abgelegt hatte. Aber ich wusste nicht mehr, wohin ich es gelegt hatte. Sie war aktiv. Ich wollte gar nichts tun. Ich habe geschlafen. Meistens habe ich geschlafen. Und wenn ich wach war, dachte ich, wieso führe ich nur so ein Leben? Glauben Sie, dass es möglich wäre, dass Sie in dieser Zeit erkannt haben, dass Sie Depressionen haben? Nein, ich habe nie gedacht, dass ich Depressionen haben könnte. Ich habe in meinem Leben schon so einiges durchgemacht. Nach den Schlaganfällen verlor ich allmählich mein Gedächtnis. Und dann erfuhr ich, dass die Schlaganfälle vielleicht gar nicht die Ursache dafür waren, sondern vielleicht was anderes, etwas noch Schlimmeres. Depressionen sind mir nie in den Sinn gekommen. Ich habe einfach gedacht, mein Leben ist vorbei. Ach was, ich denke, du musst gar nicht bei Katie vorbeifahren. So eilig ist es nicht. Das hoffe ich jedenfalls. Aber offensichtlich hatte ich etwas beunruhigt. Sie hatte heute diesen Termin im Krankenhaus und ich bin vorbeigekommen, um nach ihr zu sehen. Ich kann es schlecht beschreiben. Sie wirkte nicht erschöpft, sondern eher verstört. Es war eigenartig. Medizinisch gesehen ist alles in Ordnung. Ihre Laborwerte sind gut. Sie hat mir wirklich Angst gemacht. Ich will nicht diejenige sein, die es gewusst hat, wenn etwas passiert. Erkennst du mich nicht? Storm. Du hast mein Herz. Ich bin nie weit von dir entfernt. Und jetzt bekommst du ein Baby. Wieso bist du denn hier? Um dich zu retten, Katie. Nick wird das Kind nicht mit dir großziehen. Keiner wird dich mehr ansehen, wenn sie wissen, was du getan hast. Willst du wirklich so ein Leben führen? Komm eine Runde schwimmen. Das Wasser ist herrlich. Ich kann nicht. Ich habe dir versprochen, dass wir immer zusammen sind. Ich sollte das nicht tun. Katie, außer mir hast du wirklich niemanden. Komm schon. Wissen Sie, wenn man eine solche Nachricht erhält, ist es doch völlig normal, dass man die Hoffnung verliert. Vermutlich, ja. Die Verbindung zur Familie und zu Freunden, das ist doch das, was uns als Menschen definiert. Und die Aussicht, das zu verlieren, ist furchterregend. Haben Sie angenommen, dass das passieren würde? Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Sie klingen immer noch sehr ängstlich. Das bin ich. In Paris habe ich mich auch gefürchtet. Aber dort schien es mir einfacher zu sein. Weil ich allein gewesen bin. Ich habe mich einfach zurückgezogen in meine eigene kleine Welt. Und wieso ist es dadurch einfacher geworden? Vielleicht nicht einfacher, nur weniger schmerzhaft. Denn wenn ich allein war, war es einfacher, mich davon zu überzeugen, dass mich niemand braucht. Mein Verstand sagte mir, dass Storm und meine Töchter zusammen waren. Es ging ihnen gut. Und wenn ich da blieb, wo ich war,
würden Sie mich vielleicht ganz einfach vergessen. Demenz ist eine sehr grausame Krankheit. Oh ja, allerdings. Aber eine Demenz hat viele ähnliche Symptome und Anzeichen wie eine Depression. Sie sind sich noch nicht vollkommen klar darüber, was mir wirklich fehlt. Was wir wissen, ist, dass Sie sich niedergeschlagen fühlen. Und dass die Möglichkeit besteht, dass Sie unter Beginn der Demenz leiden. Aber dafür gibt es Medikamente. Es besteht also Hoffnung. Die Medikamente und die Therapie, ironischerweise auch das Zusammensein mit meiner Familie, scheinen ein bisschen zu helfen. Ich beginne mich schon etwas besser zu fühlen. Wissen Sie, ich bin immer sehr stark gewesen. Und selbstständig. Und allein der Gedanke daran, abhängig zu werden, ist schrecklich für mich. Haben Sie den Eindruck, dass das gerade passiert? Nein, ich habe Angst, dass es passieren wird. Vor dieser Angst werden Sie sich in Acht nehmen müssen. Denn wenn Sie Ihre Ängste nicht in den Griff kriegen, könnten Sie in einen Teufelskreis geraten, der Sie nur noch weiter nach unten zieht. Ja, ich weiß, das weiß ich. Vielleicht beruhigt es Sie zu hören, dass es Momente gegeben hat, in denen ich so etwas wie Freude empfunden habe. Vor allem, seit ich bei Brooke lebe und oft mit meinen Enkelkindern zusammen bin. Wer weiß, wie lange dieses Gefühl noch andauert. Niemand von uns weiß, was der morgige Tag bringt. Das versuche ich zu meinem neuen Mantra zu machen. Nutze den Tag. Wissen Sie was? Ich denke, das tun Sie schon. Sie kommen zurück und umgeben sich mit Menschen, die Sie lieben und unterstützen. Das ist der größte Schritt, den Sie machen können. Sie sind der Meinung, dass mir eine positive Einstellung dabei helfen wird, länger gesund und geistig präsent zu sein? Das belegen Studien und Sie müssen bewusst an die Sache herangehen. Ich muss mich selbst auch immer wieder dazu aufraffen, mir das anzusehen, was mir gerade passiert, welche Empfindungen in mir hochkommen, was ich denke, was ich fühle. Ob es vielleicht irgendetwas gibt, worauf ich achten sollte. Was? Meinen Sie das ernst? Ob Sie es glauben oder nicht, mein Leben war kein Zuckerschlecken. Ich habe viele Fehler gemacht, was Ihnen Ihre älteste Tochter bestätigen kann. Einer von 10 Menschen leidet unter Depressionen. Wussten Sie das? Nein. Und diese Menschen tragen etwas so Schmerzhaftes in ihrem Inneren, eine solche Last. Das Traurige ist, dass sie es verbergen und darunter leiden, weil sie das dazu treibt, Dinge zu tun, die sie sonst nie im Leben tun würden. Sieht so aus, als hätten wir einiges zu besprechen, wenn ich nach Hause komme. Falls du doch mit Katie redest, hätte ich eine Idee, was du ihr sagen könntest. Könntest du nicht Taylor fragen, ob Katie Jacks Patentante werden kann? Das war nur so eine Idee. Du kannst es dir ja auf dem Nachhauseweg überlegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Katie von allem überrollt wird. Sie braucht jemanden, der ihr einen Rettungsring zuwirft. Es ist so kalt. Das hört bald auf. Du hast mich nicht vor der Strömung gewarnt. Nimm meine Hand. Dann bist du in Sicherheit. Ich versuch's. Es ist so ähnlich wie eine Geburt. Willst du das deinem Kind wirklich antun? Es gibt so viel Hässliches auf dieser Welt. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Und froh, dass ich es nicht mehr sehen muss. Warte! Storm! Nimm mich mit! Jack zu essen. Jedes Mal, wenn ich ihn hochhebe, scheint er 5 Pfund schwerer zu sein. Du wolltest ihn doch nicht aufwecken. Also, was hat Nick gesagt?
Gefällt ihm die Idee mit der Patentante? Nein. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Das ist nur so ein Gefühl. Im Prinzip ist das ja auch Nick und Taylors Sache und nicht meine. Du hast es doch nur gut gemeint. Ich weiß. Das stimmt nicht. Ich habe es nicht nur gut gemeint. Ich habe heute etwas in Katie gesehen, das mich an mich selbst erinnert hat. Ich erinnere mich, dass Leute mit mir reden wollten und ich habe versucht, fröhlich zu sein, aber alles, was sich in meinem Kopf abgespielt hat, war nur ein Rauschen. Katie strömte eine gewisse Kälte aus, als hätte sich diese Kälte über ihr Leben gelegt. Genauso habe ich mich gefühlt, als ich Nicole verloren hatte. Ich kann kaum darüber sprechen, ohne zu weinen, aber damals konnte ich nicht weinen, nicht das Geringste fühlen. Ja, ich erinnere mich. Damals habe ich dieses Buch entdeckt. Mir ist der Titel aufgefallen. Ich glaube, es ist hier irgendwo. Ehrlich gesagt habe ich es überhaupt nicht verstanden. Aber, ja. Es wurde von einem spanischen Priester geschrieben, der vor Hunderten von Jahren im Gefängnis war und gefoltert wurde. Es heißt Dunkle Nacht der Seele. Ich weiß noch, in einem Kapitel spricht er von Licht. Und wie, weißt du, wenn Sonnenlicht in einen Raum fällt, sieht man das Licht nicht wirklich. Man sieht die Dinge, die es beleuchtet. Objekte und Staubpartikel. Man sieht sie, weil sie das Licht reflektieren. Verstehst du? Er spricht von diesem imaginären Raum. Mit zwei Fenstern, die sich gegenüberliegen. Und ein wirklich, wirklich sehr starker Sonnenstrahl fällt durch das Fenster. Es dringt durch das eine ein und durch das andere hinaus. Doch in dem Zimmer herrscht absolute Dunkelheit. Weil das Licht von nichts reflektiert wird. Warte, ich zeig dir den Abschnitt, den ich... Hier, wir können Gott nie näher sein als in diesem Raum voll Licht, das wir nicht sehen können. Das Erste, was in diesem Licht erstrahlt, ist die Hoffnung. Und das beweist uns, dass wir ohne uns dessen bewusst zu sein schon immer erleuchtet waren. Das ist schön. Das werde ich mir merken. Kann ich es mal sehen? Ja, vieles in dem Buch ist schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehst du's. Hier steht, das Göttliche bestürmt die Seele, um sie zu erneuern und taucht sie alsdann in tiefe Dunkelheit. Die Seele erstarrt. Sie schmilzt dahin in der Gegenwart und im Angesicht ihrer Qual. Als wäre sie von einem Ungeheuer verschlungen, fühlt sie sich jetzt von der Dunkelheit verschlungen. Unser Kind ist ein Wunder. Sie glauben, dass mich eine Depression dazu gebracht hat, mich von meiner Familie abzuwenden. Taylor, ich habe in meinem Leben so vieles gemeistert. Wieso sollte mich das so aus der Bahn werfen? Depression entsteht durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Situationsbedingte, klinische, es gibt die unterschiedlichsten Arten. Wissen Sie, ich habe mich niemals auch nur im Ansatz krank gefühlt. Selbst nach den Schlaganfällen fühlte es sich so an, als wäre es die Welt, die sich verändert hat. Ich habe nicht gewusst, dass ich depressiv war, aber ich habe mich seelisch leer und verlassen gefühlt. Depressionen können durch Stress ausgelöst werden. Und es gibt auch Depressionen, die durch ein besonders trauriges Erlebnis ausgelöst werden. Eines, das
vielleicht so traurig gewesen ist, dass es kaum noch zu ertragen war. Dass ihre Seele in Stücke gerissen hat und in jede Faser ihres Körpers eingedrungen ist. Ich glaube, ich liebe meinen Beruf deshalb so sehr, weil ich anderen Seelen immer wieder helfen und Trost spenden kann, damit sie sich öffnen können, um geheilt zu werden. Wie viel Zeit haben wir noch, bis das Krankenhaus auf eine Entscheidung wegen Eric drängt? Wenn man bedenkt, wie viel er gespendet hat, dürfte das kein Thema sein. Weiß Donna denn, dass sie diejenige ist, die die Entscheidung treffen muss, falls es jemals so weit kommen sollte? Mom, ich denke, sie ist so weit davon entfernt, zu begreifen, dass sie Dad verlieren könnte, dass ich ihr das im Moment nicht zumuten würde. Rich wird viele Fragen haben und ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Kannst du mit ihm sprechen? Aber natürlich. Danke. Ich rufe ihn an. Ja. Und sag Nick, dass ich gefragt hätte, wann er und Taylor ihr Baby taufen lassen wollen. Und sag ihm wirklich, dass ich es war. Ich will nicht, dass er dir deswegen Vorwürfe macht. Das würde er nie tun. Er fragt vielleicht, wozu die Eile. Es geht nicht nur darum, Babygeschenke zu kaufen. Die Zeit vergeht, Tag für Tag. Und wir versuchen das, was wir falsch gemacht haben, wieder hinzubiegen. Und plötzlich passiert so etwas wie das mit Eric. Ich denke, wenn es uns jetzt gelingen würde, diese Taufe zu veranstalten, diese Zeremonie mit dem Wasser, dann wäre das für uns alle sehr gut, um unseren Glauben zu erneuern und uns einander näher zu bringen. Alles okay? Ja. Vielen Dank. Ich danke dir für all das Glück, das du mir fortwährend schenkst. Danke für alles, was du mir gegeben hast. Katie. Dieser Tag auf Catalina gehört nur uns. Richtig oder falsch. Niemand kann ihn uns wegnehmen. Und ich verspreche dir hoch und heilig, solange ich lebe, werde ich dieses Kind Tag und Nacht beschützen. Ich werde gegen alle dunklen Gedanken ankämpfen. Ich werde das Leben lieben. Und dieses Kind. Wir stehen das irgendwie durch. So war das mit uns. Ja. Eine faszinierende Nacht lang, in der die Welt stehen blieb. Und es nur noch uns beide zu geben schien. Wunderschöne Erinnerungen, die nur uns gehören. Aber dieses Baby ist mehr als eine bloße Erinnerung. Es ist Realität. Bald wird es nicht mehr zu übersehen sein. Nicht nur für uns, sondern auch für Bridget.
Bridget, ich will es aus deinem Mund hören. Sag die Wahrheit. Was ist los mit Dad? Hat Mom dir nicht gesagt, dass er künstlich beatmet wird? Ich wollte gerade zu ihm fahren, aber ich muss vorher wissen, was genau das bedeutet. Es tut mir so leid, Rich, glaub mir. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie sehr du Dad liebst. Bridget, wir lieben ihn alle. Sag es mir jetzt. Ich muss es wissen. Okay, er konnte nicht mehr selbstständig atmen. Und bei Koma-Patienten wird dann das Gehirn nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt. Okay, und deshalb wird Dad jetzt künstlich beatmet. Es besteht aber keine Notwendigkeit dafür. Es unterstützt nur seine Genesung. Naja, es ist so, die Ärzte wollten nichts unversucht lassen. Sie wollten, dass er noch eine Chance hat. Aber es ist in der Regel so, wenn medizinische Geräte zur Anwendung kommen, dann sind die Chancen für eine Genesung sehr gering. Die Tatsache, dass er immer tiefer ins Koma fällt und kaum noch Hirnströme nachweisbar sind, lässt darauf schließen, dass die Gefahr einer dauerhaften Hirnschädigung sehr groß ist. Ich spreche von jener Art Schädigung, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr rückgängig zu machen ist, falls Dad überhaupt überlebt. Denkst du, dass er es eventuell nicht schafft? Weißt du, wie es momentan aussieht, ist eine vollständige Genesung so gut wie ausgeschlossen. Wir sprechen über ein Baby. Dein Baby. Es ist unser Baby. Nick, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Und ich hätte niemals durchgehalten, wenn Bridget nicht gewesen wäre. Auch ihretwegen bin ich noch am Leben. Das habe ich vorhin gemeint. Bridget und ich sind nur deinetwegen zusammen. Deshalb war das, was passiert ist, wahrhaftig und ehrlich. Meine Güte, wir dachten, du würdest sterben. Aber das bin ich nicht. Und jetzt erwarte ich ein Kind von dir. Das können wir nicht verbergen, vor allem nicht vor Bridget. Nein, das können wir nicht. Wie sagen wir es ihr? Wie können wir es ihr verständlich machen, ohne sie zu sehr zu verletzen? War's das also? Dad wird nicht mehr aus dem Koma erwachen? Die Prognosen sind nicht günstig, um nicht zu sagen schlecht. Ich wünschte, ich könnte euch was anderes sagen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir das wünsche. Dads Ärzte und ich dachten zuerst, dass sich sein Zustand verbessert hätte. Aber das stimmt nicht. Er verschlechtert sich zunehmend. In seinem jetzigen Zustand noch auf Besserung zu hoffen, wäre sehr unvernünftig. Wir sollten uns auf das Schlimmste gefasst machen. Seit der Nacht, in der dein Vater den Infarkt hatte, wehre ich mich gegen den Gedanken, ihn zu verlieren. Ich habe mich immer nur gefragt, wann es ihm wieder besser geht und nicht, ob er es überhaupt schafft. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er vielleicht nie wieder aufwacht. Ich weiß. Ich weiß, Mom, ich. Ich denke immer daran, dass. Ich habe lange versucht, die Wahrheit zu verdrängen, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Dad hat mir immer sehr viel Kraft gegeben. Und egal, welche Enttäuschungen mir das Leben auch bereitet hat, ich hatte in ihm immer einen sehr starken Rückhalt. Ich wusste immer, mit ihm an meiner Seite kann ich alles erreichen. Er gehört zu den faszinierendsten Menschen, die ich kenne. Er ist der beste Dad, den ein Mann sich nur wünschen kann. Und jetzt sagst du mir, dass er höchstwahrscheinlich nie mehr aufwachen wird.
Es schmerzt mich, dass ich ihm jetzt nicht das geben kann, was er mir immer gegeben hat. Ich kann ihm nicht sagen, dass alles wieder gut wird. Wie sollen wir das schaffen, Bridget? Was soll aus uns werden, wenn Dad nicht mehr da ist? Hast du schon mit Dr. Casbury gesprochen? Ja, es gibt viele Risikofaktoren. Ich nehme so viele Medikamente ein und jedenfalls steht fest, dass es eine Risikoschwangerschaft ist, wobei nicht nur mein Leben in Gefahr ist. Auch das des Babys. Es ist höchst ungewiss, ob ich es austragen kann. Und selbst wenn ich es kann, könnten ernsthafte Probleme auftreten. Geburtsfehler. Und wenn meine Medikamente abgesetzt werden, könnte das eine Abstoßungsreaktion hervorrufen. Und damit wären wir bei der Frage der Lebenserwartung. Und dann überlege ich mir, ob ich überhaupt das Recht habe, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn ich es nicht selbst großziehen kann. So viele Fragen. Ich mag es nicht, wenn du so redest. Glaub bloß nicht, dass ich es mag, aber so ist es leider. Dieses Kind hat vermutlich keine Chance. Gibt es noch eine Chance, dass Eric durchkommt? Du meinst, ob ein Wunder möglich ist? Klar, sowas kann schon mal passieren. Katie ist der lebende Beweis. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass er im Fall eines Überlebens mit sehr großer Wahrscheinlichkeit körperliche und geistige Schäden davontragen wird. Und die Möglichkeit, dass er derselbe Mensch sein wird, der er immer für uns war, ist extrem gering. Heißt das, dass Dad nie wieder ein Kleid für uns entwerfen wird? Dass er seinen Enkeln nie mehr eine Geistergeschichte am Lagerfeuer auf Big Bear erzählen wird? Ich kann nicht glauben, dass es das gewesen sein soll. Gibt es wirklich kein Medikament, keine Behandlungsmethode, keinen Spezialisten, nichts, was ihm helfen kann? Ich verstehe ja, dass du dich dagegen sträubst. Ich kann die Vorstellung, dass der Tod ist, auch nicht ertragen. Aber medizinisch gibt es für ihn keine Hilfe. Ich denke, wir werden nicht umhin kommen, uns mit der Realität abzufinden. Und was bedeutet das? Dass Dad für immer im Krankenhaus bleiben und künstlich beatmet werden muss? Rich, wir wissen nicht, wie lange er überhaupt noch lebt. Es wird die Zeit kommen, wo unsere Familie eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen hat. Du meinst gegen lebensverlängernde Maßnahmen? Die Entscheidung, ihn sterben zu lassen? Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass dein Leben und das des Babys in Gefahr ist und dass Bridget sehr verletzt sein wird. Lass uns jetzt einfach versuchen, Ruhe zu bewahren. Wir müssen heute noch keine Entscheidung treffen. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, normalerweise warten Paare das Ende des dritten Monats ab. Ja. Bevor sie ihr süßes Geheimnis preisgeben. Nur um sicher zu gehen. Aber du lebst mit Bridget zusammen. Du bist ihr Mann. Ich glaube, es ist das Beste, wir versuchen, sie so lange wie möglich zu schonen. So lange, bis wir wissen, ob das Baby eine realistische Chance hat. Bis dahin wird uns auch vieles andere klar sein. Ich glaube einfach nicht, dass es für Dad keine Hoffnung mehr geben soll. Ich weiß, ich darf überhaupt nicht daran denken. Wenn ich es tue, dann
Aber ich glaube, wir müssen die Dinge sehen, wie sie sind. Denn selbst wenn wir Dad künstlich am Leben erhalten, kann man da noch von Lebensqualität sprechen? Er würde nur dahin vegetieren. Du bist das Oberhaupt der Familie. Wenn eine Entscheidung unausweichlich ist, dann erwarten alle von dir, dass du sie triffst. Brooke, wie soll ich so eine große Verantwortung tragen? Ich habe noch gar nicht richtig begriffen, was hier vor sich geht. Mir kommt alles so unwirklich vor. Hast du mit anderen in der Familie gesprochen? Nur mit Donna im Krankenhaus. Mom, ich habe mich so schrecklich gefühlt. Ich wollte mit ihr sprechen, bevor sie ihn sieht, um sie darauf vorzubereiten. Wie kann man jemanden auf so einen Anblick vorbereiten? Kann man nicht. Es geht nicht. Ich bin Ärztin. Aber als ich ihn das erste Mal sah, da... Ach, Schatz. Du bist seine Tochter. Unser kleines Mädchen. Das ist doch verständlich, dass dich das so mitnimmt. Ich hatte ein Gespräch mit Donna. Sie fängt langsam an zu begreifen. Ich glaube, dass sie furchtbar leidet. Sie liebt Eric über alles. Ja, das stimmt. Ich habe das in der Vergangenheit oft in Frage gestellt. Aber jetzt tut sie mir sehr leid. Obwohl wir oft verschiedener Meinung waren. Sie ist nun mal Dads Frau. Ich glaube, sie lieben sich wirklich sehr. Es gibt da noch etwas, was ich mit euch beiden unbedingt besprechen muss. Nachdem es so schlecht um ihn steht, habe ich mich mit Dads Dokumenten in seiner Akte beschäftigt. Und er hat Donna nicht nur die Vollmacht über die Firma und die Finanzen gegeben, sondern auch über die Anwendung lebensverlängernder Maßnahmen. Das heißt, für den Fall, dass Dad nicht mehr selbst entscheiden kann, ist seine Frau dazu berechtigt, diese Entscheidung für ihn zu treffen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber ich dachte, dass ihr das wissen solltet. Und sonst war nichts in der Akte. Irgendetwas, das uns Erics Entscheidung verständlich machen könnte. Nein, nicht wirklich. Ich nehme mal an, dass Dad eine Art letzten Willen oder eine Patientenverfügung machen wollte. Vielleicht hatte er nicht das richtige Formular. Oder er hat es einfach nicht an die richtigen Leute weitergeleitet. Es ist mir unbegreiflich, dass er keinen von uns dazu ermächtigt hat, diese Entscheidung zu treffen. Irgendeinen aus der Familie. Naja, Donna gehört auch zur Familie, Rage. Hör zu, auch wenn ich allein damit dastehe, ich weigere mich, Dad sterben zu lassen. Und wenn, aber wirklich nur wenn, diese Entscheidung eines Tages überhaupt ansteht, dann werden wir sie gemeinsam treffen, alle zusammen. Alle, die Eric Forrester lieben, einschließlich Donna. Wir werden das alle gemeinsam entscheiden. Wir werden tun, was das Beste für Dad ist. Und notfalls müssen wir auch bereit sein, seinem Leid ein Ende zu setzen. Wir machen uns um alles Mögliche Sorgen. Wie dies oder jenes zu tun wäre oder was vielleicht passiert. Lass uns dabei nicht vergessen, worum es hier eigentlich geht. Ich weiß, alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Daran glaube ich ganz fest. Ich meine, überleg mal, du hast doch gedacht, du könntest... Hallo Donna, ich bin im Büro. Ich wollte mal nachfragen, wie es Eric geht. Wir denken alle ganz fest an ihn. Hab dich lieb. Bis bald. Okay, konzentrier dich. Konzentrier dich. Lass uns einfach daran glauben, dass der liebe Gott da oben einen Plan hatte.
Lass uns fest daran glauben, dass alles so kommen musste. Und dazu gehört auch dieses Baby. Es wird alles gut werden. Wir stehen das hier durch. Wir finden eine Lösung. Hey. Hey, du bist noch da? Ja, ich habe das Meeting abgesagt. Das hättest du nicht tun müssen. Ich wollte hier sein, wenn du aufwachst. Wie geht's deinem Dad? Es geht ihm schlecht. Aber er wird doch beatmet. Sein Atmungssystem versagt total. Und je schwächer er wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er aus dem Koma wieder erwacht. Es besteht aber noch eine Chance. Ich gebe die Hoffnung zwar nicht auf, aber... Du gibst nie auf. Ich darf es nicht. Viel mehr bleibt mir auch nicht. Die Medizin kann ihm nicht helfen. Und ich auch nicht. Doch, du schon. Du darfst nur den Glauben nicht verlieren und solltest dich mal ausschlafen. Schon möglich, aber ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Seine Chancen stehen schlecht. Mit jeder Minute wird es schlimmer. Und selbst wenn er aus dem Koma erwacht, bedeutet das nicht, dass er noch derselbe ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder so sein wird wie früher, ist äußerst gering. Sein Zustand verschlechtert sich. Wir verlieren ihn. Was Bridget gesagt hat, stimmt. Ja, sie hat die Situation ganz richtig eingeschätzt. Inzwischen hätte eine Besserung eintreten müssen. Sieh dich an, Dad. Du bist auf diese verdammte Maschine angewiesen. Würde das Beatmungsgerät das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgen, hätte er keinerlei Chance auf Genesung. Er würde sterben? Ja. Es wird also nicht abgeschaltet? Nein, aber wir würden ihn nicht hier angeschlossen lassen, sondern einen Luftröhrenschnitt durchführen, um ihn auf diese Weise zu beatmen. Ihr Vater könnte auf unbestimmte Zeit am Leben erhalten werden. Bis er wieder genesen ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Genesung verringert sich nach den ersten paar Wochen im Koma erheblich. Tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte positivere Nachrichten. Es ist gut zu wissen, wie es um ihn steht. Danke, Doktor. Froh, dass du nicht ins Büro gegangen bist. Dann können wir uns jetzt darüber unterhalten, ob Katie Jacks Taufpatin wird oder nicht. Müssen wir denn jetzt darüber reden? Gestern Abend wolltest du auch nicht darüber sprechen. Naja, ich will mich ganz auf dich konzentrieren. Auf dir lastet momentan viel. Ja, mein Vater ist nicht der Einzige, um den ich mir Sorgen mache. Es kommt mir so vor, als würde Katie in tiefe Depressionen verfallen. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann mir nicht ständig Sorgen um sie machen. Ich möchte ihr was Positives geben. Und was wäre da besser geeignet, als Jacks Patin zu sein? Mal im Ernst, gibt es was Wundervolleres? Mom ist derselben Meinung. Jetzt müssen wir nur noch Taylor fragen. Aber wir wissen doch noch gar nicht, ob Katie das möchte. Ach, Schatz, sie liebt Jack. Sie würde sich bestimmt geehrt fühlen, Jacks Patentante zu sein. Ich wüsste nicht, warum sie es ablehnen sollte. Du? Ich habe immer gedacht, ich würde leben. Aber erst jetzt weiß ich, was es für ein Gefühl ist, lebendig zu sein. Heute Nacht haben wir etwas Wunderschönes und Natürliches geschafft. Was ewig andauern wird.
Ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen, Dad. Das bist nicht du. Du bist ein Kämpfer. Du warst es, der uns immer Mut gemacht hat und uns Hoffnung gegeben hat. Du hast uns etwas vermittelt, woran wir glauben konnten. Und das brauchen wir auch jetzt. Etwas, woran wir glauben können. Dad, gib uns ein Zeichen. Bitte. Vielleicht mit den Augen. Tu irgendwas. Ich weiß, es ist schwer. Ich bin bei dir. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Lass mich gehen, Rich. Dad. Dad. Verstand. Lass mich gehen. Ich bin müde. Dad, bitte halte durch. Bitte halte durch. Bitte halte durch. Ich bin bereit. Hilf mir. Ich kann nicht. Ich kann das nicht tun, worum du mich bittest. Du bist der Einzige, der das kann. Ich bin nicht stark genug. Doch, das bist du. Bitte, mein Sohn, lass mich gehen. Unglaublich. Dad hat mit mir gesprochen, hier in diesem Raum. Ich habe ihn gespürt, seine Präsenz, seinen Geist. Er hat zu mir gesprochen. Ich konnte ihn deutlich hören, glaub mir. Er möchte, dass ich ihm helfe. Er will nicht länger kämpfen. Rich, du bist völlig erschöpft und hast kaum geschlafen. Du bist vermutlich eingenickt und hast das alles nur geträumt. Nein, ich habe das nicht geträumt und ich hatte auch keine Halluzination. Ich habe ihn gehört, Brooke. Er will, dass ich ihm helfe. Tut das gut. Ich verstehe nur nicht, warum du nicht über Katie reden willst. Weil du schon genug Stress in deinem Leben hast. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung auch mal was für dich tust? Mach doch mal Pause, du musst dich entspannen. Diesen Luxus kann ich mir momentan nicht leisten. Du denkst ständig nur an andere Menschen und kümmerst dich um sie, um deinen Dad, Katie. Schatz, du stehst auch auf dieser Liste, das weißt du. Aber es ist meine Aufgabe, mich um dich zu kümmern. Nick,
ich spüre, dass dich etwas belastet. Du hast dich die ganze Nacht im Bett herumgewälzt. Ohne dich fühle ich mich einsam. Süß von dir, aber als ich mich dann zu dir ins Bett gelegt habe, bist du auch nicht ruhiger geworden. Aber du lebst mit Bridget zusammen, du bist ihr Ehemann. Ich glaube, es ist das Beste, wir versuchen, sie so lange zu schonen wie nur möglich. Jedenfalls, bis wir wissen, dass das Baby eine reelle Chance hat. Nick, was ist denn? Ich mache mir Sorgen um dich. Einfach Sorgen. Wieso denn? Wieso machst du dir Sorgen? Ich mache mir Sorgen, weil du dich ständig für andere Menschen aufopferst und viel durchmachst. Ich will einfach, dass du auch mal an dich denkst. Das ist alles. Egal, was geschieht. Und was uns die Zukunft bringt. Ich bin dein Ehemann und immer für dich da. Ich liebe dich. Es ist nicht nötig, dass du mich daran erinnerst. Bitte sehr. Von einem Tag zum anderen kann sich alles ändern. Aber jetzt, in diesem Augenblick, ist alles perfekt. Du, dieser Tag. Von mir aus könnte es mein letzter sein. Es wird aber nicht dein letzter sein. Irgendwann ist es soweit. Heute vielleicht noch nicht, aber vielleicht morgen. Das weißt du nicht. Ich habe keine Angst. Erst durch die Nähe des Todes konnte ich erkennen, was wirklich wichtig ist. Jeder Moment ist kostbar. Liebe, Leidenschaft, das Wunder des Lebens. Das Wunder des Lebens. Gemeinsam werden wir alle Widrigkeiten überwinden. Deswegen haben wir wieder geheiratet. Worin besteht der Sinn einer Ehe? Darin, dem anderen auch in schweren Zeiten beizustehen. Hey, was es auch immer ist. Du verlässt dich auf mich und denkst, ich kann es. Was, wenn ich es nicht kann? Lass mich gehen, Rich. Das hier willst du nicht. Hilflos und abhängig sein.
weißt, dass ich dich liebe, Dad. Tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte positivere Nachrichten. Ich kann verstehen, dass du dich dagegen wehrst. Ich finde den Gedanken, Dad zu verlieren, genauso unerträglich. Aber medizinisch gesehen gibt es keine weiteren Optionen. Irgendwann kommt die Zeit, da man die Dinge einfach so akzeptieren muss, wie sie sind. Forrester Creations ist ein Familienunternehmen und ich möchte dich an meiner Seite haben. Lass mich gehen, Rich. Ich brauche dich, Rich. Du und ich, wir sind unschlagbar. Du bist mein Sohn. Lass mich gehen, Rich. Ich habe mein ganzes Leben in dieser Firma verbracht. Jeden Tag bin ich diese Flure entlang gelaufen. Lass mich gehen. Und ich sehe meine Kinder. Ich genieße diese Erinnerungen. Sie erfüllen mein Herz mit Freude, Rich. Ich werde nie vergessen, was wir einander bedeutet haben. Die vielen Geschichten und Ereignisse in unserer Familie. Das alles macht das Leben eines Mannes erst lebenswert. Lass mich gehen, Rich. Lass mich gehen. Leb wohl, Dad.